Wirtschaftliche Sanktionen von Seiten der US-Regierung gegen den Iran drangsalieren die iranische Bevölkerung. Die Lage ist angespannt. Anfang Mai wurden US-Kriegsschiffe mit der dazugehörigen Bomberstaffel vor der Südküste des Iran stationiert. Bis zu 120.000 Soldaten wollen die USA nun in die Region verlegen. Jeden Tag kann es passieren. Ein weiterer Angriffskrieg der Trump-Regierung gegen den Iran, eines der letzten Länder im Nahen Osten, das den Vorherrschaftsansprüchen der USA im Wege steht. Im April diesen Jahres war KlarTV in Teheran zu Gast, der Hauptstadt Irans. Allerorts erlebten wir innigste, ungeheuchelte Zuneigung, Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft. Trotz westlicher Sanktionen, die zum Beispiel eine Preissteigerung der Lebensmittel von über 300% zur Folge hatte, wurde man auf offener Straße zum gemeinsamen Grillen, Tanzen und Musizieren aufgefordert und in aller Öffentlichkeit geherzt. In Gesprächen mit der Bevölkerung wurde uns allerorts versichert, das iranische Volk liebe Menschen aller Herkunft, Kultur und Religion in gleicher Weise. Was würden Sie US-Präsident Donald Trump sagen, wenn Sie ihn heute treffen würden? Herr Präsident, wir und ich lieben deine Volksleute. Ich liebe amerikanische Leute. Ich respektiere amerikanische Menschen. Wenn die Amerikaner zu uns in den Iran kommen, sind sie rundum willkommen beim iranischen Volk, so wie auch alle anderen Ausländer. Und dies, während du das Gegenteil tust und die iranische Bevölkerung sanktionierst. Diese herzliche Gesinnung, trotz zunehmend lebensbedrohlicher Umstände, sucht seinesgleichen. Auch in der Türkei, dem Nachbarland des Iran, wurden wir Zeugen von völkervereinenden Events. Der Entertainment Manager eines türkischen Hotels erklärte uns, dass er sich zum Ziel gesetzt habe, Menschen aller Herkunft und Religion durch kulturelle Programme zu vereinen. An allen Orten der Welt bricht ein neues Bewusstsein in den Völkern auf. Wir lassen uns nicht gegeneinander aufhetzen und spalten. Wir brauchen und lieben einander.